Also wie gesagt, zum Abbauen verwende ich die Ultimate Fist ganz gern. Zum... Na, los, rauf da. Zum Kämpfen weniger, weil da ist es nicht so toll. Da macht es mir dann doch etwas mehr Spaß, wenn ich mein Schwert so in den Fingern habe und vielleicht vorher noch enchantet habe. Damit sich der Kampf auch lohnt. Oder mit einem Bogen. So. Schwupp, schwupp. Schwupp, schwupp, schwupp. Plink. Eins, zwei. Drei, vier, fünf. Apfel! Wuhu! Das muss mir einer nachmachen, aus einem Eichenbaum einen Apfel zu ziehen. Was liegt denn da? Gammelfleisch, was hopp's denn hier? Häschen, Häschen in der Grube, saß und schlief. Ja. Ui, eine große Eiche. Große Eiche! Ich weiß gar nicht, ob ich so schlau war, Erde mitzunehmen. Habe ich Erde mitgenommen? Ja, ich war so schlau und habe Erde mitgenommen. Da werden wir halt nicht überall rankommen. Vorteil an der Ultimate Fist, sie ist halt wahnsinnig schnell im Blattabbau, aber Nachteil ist, es zerschlägt die Blätter halt nur. Wenn wir das mit der Schere machen, geht das auch schnell. Und wir hätten dann auch noch Grünzeug. Also sprich dann das Blattwerk an sich. Was vielleicht gar keine schlechte Idee ist. Das ist natürlich mal für die Show ist das optimal, wenn man das hier mal so macht. Da freut sich die Weltengemeinschaft. Oh, guck mal, wie schnell! Völlig in Ordnung. So. Plop. Und natürlich haben wir ordentlich Setzlinge, die wir hier einsammeln. 16 brauchen wir, 18 haben wir schon. 19, sehr gut. Und verzeih mir meine Wortkargheit. Boah, ich kriege dieses Wort einfach nicht auf die Reihe, ohne vorher einen Satz zu beginnen. Oder wenn ich vorher einen Satz beginne, verquatsche ich mich grundsätzlich bei dem Wort Wortkargheit. Aber es will mir einfach immer irgendwie nicht so viel einfallen. Aber auch dafür gibt es ja eine Kommentarfunktion. Einfach mal was reinschreiben. So wie ich das mittlerweile bei diversen anderen kleineren Let's Playern mache. Ich schreibe dann einfach einen Themenvorschlag rein, der mir gerade in den Sinn kommt, worüber derjenige welche philosophieren könnte. Vergesse dabei aber meistens, dass ich ja auch Themen brauche, über die ich philosophieren müsste. Oder sollte. Flop. Stattdessen bin ich dann immer wieder erstaunt, dass wir hier Äpfel haben ohne Ende aus einem Eichenbaum. 5 Stück. 33 Setzlinge, 34 Setzlinge. Und ein Ende ist nicht in Sicht. So, war ich denn jetzt hier richtig? Hier war ich, glaube ich, richtig.
räumen wir das hier mal ein bisschen frei. Ich weiß, die Bäume decayen von selbst. Aber ich bin doch so ungeduldig. Wir hatten ja vorhin Krawel gesammelt. Sollte ich vielleicht mal mitnehmen. Hops, hops. Dann können wir die Wege hier vielleicht auch noch fertig ziehen. Mal eben schnell und kurz. Geht ja immer alles sehr schnell und eben mal schnell kurz. Und am Ende dauert es dann doch wieder 500 Jahre. Aber machen müssen wir es ja doch. Kommen wir gar nicht drum rum. Lilypads, sprich Seerosenblätter, brauchen wir auch. Bonemeal sollten wir uns auch langsam mal zulegen. Wenn die Bäume teilweise nicht wachsen wollen, müssen wir da vielleicht ab und an mal ein bisschen nachhelfen. Zack, 16 Äpfel. Gammelfleisch für den Skandal. Eichenholz haben wir jetzt hier wieder ein bisschen was eingesammelt. Zack. Das legen wir jetzt erstmal alles wieder hier so ein bisschen ab. Fichtenholzbretter haben wir jetzt auch schon eine ganze Menge. Ist ja gar nicht so verkehrt. Also es sammelt sich ja doch einiges an. Und dann nehmen wir uns hier mal das Krawel mit. Können wir gleich mal ein bisschen weiter an den Wegen basteln, damit das einfach langsam aber sicher alles Formen annimmt. Wie zum Beispiel an diesem Wegteil. Was läuft denn da? Barock Oldfield. Klingt wie Mike Oldfield. Also, der Name. Sprach's und erkannte die Melodie aus Moonlight Shadow. Für die jüngeren Zuschauer, Moonlight Shadow aus den 80er Jahren. Ein unglaublich guter Titel von Mike Oldfield. Nebst Sängerin, versteht sich. Als klassische Interpretation gar nicht so verkehrt. Ich sagte noch, klingt wie Mike Oldfield und erkenne in dem Moment auch die Melodie. Gar nicht schlecht. Gut, dass ich das jetzt weiß, dass es sowas auch gibt. Aber auch aus dem Modband-Archiv geladen. Ist unter GPL lizenziert. Gut. Zing, 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 zing. Dü, 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 dü. Ein Zambi, ich hab'n gehört. Ja, oder hängst du hier unten irgendwo rum? Du hängst da unten irgendwo rum. Wollen wir vielleicht mal an der Minimap kurz einen Tausch machen. Ich find's schon interessant. Das ist da tatsächlich.
tatsächlich eine Coverversion gab, die habe ich jetzt glatt übersehen. Es wird dunkel. Da wir hier gerade die Fackeln runterreißen, sollte man sich vielleicht mal in Kürze so ein bisschen verziehen. Denn sonst werden wir hier gleich durch die Luft gejagt mit irgendwelchen Creepern. Gut, wir könnten sie mit einem Schlag ummieten. Mit der Ultimate Fist sind wir gut bewaffnet. Aber, wie gesagt, ich hatte ja nicht vor, große Kämpfe mit der Ultimate Fist zu fahren. Denn das käme dem Cheating gleich. Das möchten wir nicht machen. Um diese endlose Cheater-Diskussion zu vermeiden. Obwohl das in einem Aufbauspiel wie Minecraft immer noch, meiner Meinung nach, Blödsinn ist, so eine Diskussion anzustoßen. Aber was essen sollte ich vielleicht, damit sie mich nicht gleich kaputt hauen? Zack. Tim, 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 tim. Da liegt ja ein Ei im Wasser. Aber auch hier in der Baumfarm gibt es dann noch eine entsprechende Beleuchtungsidee. Im Moment behelfen wir uns mit Fackeln. Was jetzt auch prinzipiell erstmal nicht verkehrt ist. Ups. Ach, hier war ja die Höhle drunter. Das habe ich ja glatt übersehen. So, 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 so und so. Und ja, wir lassen die Monster an, bis der Tiger irgendwann wieder kommt. Solange der Mann aber nicht dabei ist, gönnen wir uns den Spaß und hauen den Monstern auf die Ohren. Tidim. Ups. So, dann gehen wir mal gucken, ob wir hier alles erwischt haben. Die Wege haben wir, die Wege haben wir, die Wege haben wir nicht. Überall da, wo es noch hell ist, steht ja bekanntlich noch eine Fackel rum. Aua. Ich vergesse immer, dass ich da unten die Höhle habe. A Waitress Shame. Auch aus einem unbekannten Verzeichnis des Modland Archives. Aber den haben wir schon ein paar Mal gehabt, diesen Titel. Ich finde, der ergänzt unser Let's Play musikalisch ganz gut. So, jetzt sollte man hier mal ein bisschen langsamer laufen. Es könnte ja sein, dass hier eine Höhle drunter ist. So, die Baumfarm ist dunkel, das heißt, wir haben alle Wege freigeräumt. Monster sehe ich gerade nicht so wirklich in dieser Nähe. Das ist auch gar nicht so verkehrt. Zack, 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 zack. Zack.